Yeah. Probieren wir erstmal wieder. Jo, ich habe mich vorhin gefragt, was ist das? Wofür man ein Mischpult eigentlich benutzt? Um verschiedene Audiosignale zu mischen. Oder täusche ich mich da? Ich denke, ich muss etwas leiserer stellen. So in etwa. Jetzt habe ich nämlich, ja, mich gefragt, wo ist das Mischpult eigentlich da? Um mehrere Audiosignale irgendwie zu mischen. Und das tue ich jetzt gerade. Ich mische meinen übrigens extrem teuren Probit CD-Player mit dem Game Sound einfach. Weil so ist die Aussteuerung vernünftig. Ihr hört mich vernünftig, alles ist vernünftig. So mag ich das. Kaboom. Also habe ich einfach. Nein! Also habe ich einfach alles auf CD gebrannt. Dass ich auf diese Idee übrigens nicht früher gekommen bin. Oh, den Audi will ich haben. Dass ich auf die Idee irgendwie nicht früher gekommen bin, frage ich. Warum das so ist, frage ich mich auch, aber. Und den Wagen von dem will ich auch haben. Egal, ich will alles und jeden haben. Oh, da lang sollte ich. Egal, Ausnahmegebiet auch. Ist alles okay. Ich hoffe jetzt wirklich, dass hier nichts und niemand und weiß nicht was alles von der Musik, von der GEMA halt in irgendeiner Art und Weise geschützt ist. Und das... Ja, das Lied wird wohl geschützt sein, denke ich. Beziehungsweise ich bin mir sogar an die 100% sicher. Daher überspringen wir das einfach. Oh. Zielpunkt schon erreicht. Wo denn? Bin ich aber schon weit vorbeigefahren. Wow. Muss ich mich dafür umdrehen? Oh, jetzt bin ich falsch rum. Oh! Okay, das nervt etwas. Jetzt aber. So, endlich. Alter, die hier mit ihren Lamborghinis und allem. Wie soll ich denn eine Chance haben mit meinem Aston Martin Vanquish? Oder Vanquish oder wie auch immer. Das ist ja nahezu unmöglich. Egal, ich schaff das schon irgendwie. So viel Lama scheint ja gar nicht zu sein. Nur in der Beschleunigung sind sie halt wohl scheinbar besser, die anderen. Und... Aua. Nein! Ich hab den Kontrollpunkt verpasst. Also Event neu starten. Das war blöd. So. So, auf geht's. Ja, ja, komm, gib Gas, du Scheißwagen. So, jetzt wird es mal ein bisschen länger dauern, bis ich die alle habe. Da ich jetzt kein Intro hatte. Nein, nicht schlimm. Dürfte schaffbar sein. Oh, nee, ein Kopf ist da. Nicht gut. Wie viel da bin ich? Zweiter.
Jo, ich bin schneller als die anderen, ne? Ja, doch nicht. So, ich wollte richtig fahren, so bin ich jetzt langsamer geworden. Ha, was macht der denn? Nein! Oh, Nadelbänder, Glück gehabt. Ah, hier lang, oder? Ja. Sowas, nein! Nein, das war nicht gut. Ja, es ist eine von den GEMA-Free-Versions. Erkennt man daran, dass die Tonlage etwas verändert wurde. Höher ist es jetzt. Als im Original. Oder ist es sowieso komplett ein Cover? Geht auch. Ja, der hat sich schon gedreht, der eine da. Also außer ich mache jetzt Scheiße, dann holt er mich nicht mehr. Aber ich mache nun mal eben Scheiße. What? Was ist denn jetzt gerade? Kann mir das mal jemand sagen? Was war das denn? Nee. So hättet ihr das wohl gern, oder? Och mein Gott, das ist doch einfach nur Müll. Das ist doch richtiger Müll. Okay, das bringt's nicht. Oh, okay, ich war heute aber... Mann. Krieg ich ihn noch? Bin mir ziemlich sicher, dass nicht, aber... Sorry, Pixar. Du bist zu bezahlen. Ach, jetzt verfolgen die mich also auch noch. Nicht so schön. Nein, sie haben mich wieder. Ah, das nächste Versteck ist nah, das ist gut. Ich bin nämlich schon etwas am Arsch. Ja, gut schreiben. Gut. Wie viele Points, Speed Points haben wir jetzt? Würde ich ganz gerne wissen. So, was haben wir denn jetzt so gekriegt? 9000 Points etwa, schätze ich. Ja, 9,5. 24.000 haben wir. Was ist das? Ach, Leistungsupgrades. Das ist doch nicht mal so scheiße. Anscheinend also doch Motor-Tuning machen zu können. Stärke, Kontrolle, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit. Ich bin eigentlich ziemlich geil, den Wagen, muss ich sagen. Erstmal werde ich natürlich eine Robustheit-Upgrade machen. Das ist gar nicht mal so doof. Ja. Was würde das bringen? Ein bisschen mehr Stärke, ja, das ist egal. Beschleunigung, ja, Beschleunigung fehlt eben ein bisschen. Das machen wir auch noch am besten. Jetzt haben wir zu wenige Speedpoints. Speedlist wechseln, was gibt's da denn noch so? Das mache ich mal. Das versuchen wir doch einfach mal. Das Lied ist übrigens auch in der Original-Playliste von dem Game. Soweit ich weiß.
aber in irgendeiner komischen Version. Aber ich habe das so auf YouTube von irgendeinem einen Video-YouTuber gefunden. Also denke ich jetzt nicht, dass das irgendwie super geil GEMA-geschützt ist oder so. Und ich kann natürlich immer noch das Glück haben, dass ich irgendwie schlau drüber labere oder so. Von Linkin Park werden ja manchmal sogar solche komplettes Album-Videos hochgeladen. Also sind wir bei einem Event, bei irgendeinem. Oder Mehmet! Ja. Mehmet! Oh ne. Oh, das noch. Wo sie so in den Kopf denn kommen? Ich glaube mal, ich bin besser als die KI. Naja. oh Gott, geht's da durch? Ja, absolut, da geht's durch. Also reparieren nochmal. Es regnet und ich bin entkommen. Jetzt kann ich ja endlich einen Vamp machen. Nein. Event. Was ist Interceptor eigentlich? Rennen. Zeitfahren machen wir nochmal. Bis ans Limit. Hab ich Bock drauf. Also machen wir das. So. So. Oh, das mache ich. Scheiße, mache ich. So. Besser. Jetzt bin ich nämlich etwas lauter gestellt. Jetzt muss ich nur auf. Oh. Nein. Fuck. Jetzt gibt's ein Rennen. Ja, jetzt ist mir der Kopf im Weg. Och Mann, du Shitkorb. Ich hab jetzt keinen Bock auf dich, ja? So, entkomme ich dem gerade? Scheint so. Hoffentlich ist der blöd genug, mich entkommen zu lassen. Oh, da ist noch ein Kopf. So, Event neu starten. Die nächste Werkstatt wird an der Seite deiner Minikarte angezeigt. Okay. Dann auf. Zeitfahren. 4,7 Kilometer. Das ist nicht viel. Deshalb wird die Strecke wohl recht schwer sein. Vier Kilometer, also bisher fand ich die Strecke nicht so schwer. Ja, wahrscheinlich wegen solchen Scheißkurven. Die hasse ich ja auch. Und ich habe wirklich das Gefühl, es können nur maximal 3 plus 3, also 6 Leute in so eine Multiplayer-Session. Da geht doch wohl mehr, oder? Würde ich mal so behaupten. Planet Side 2 kriegt ja auch immer einen 250-300 hin. Da haben wir gerade einen Grafikaufbauer gesehen. Ja, Hupenmoor. Nur. Nicht Moor. So, wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich schon im Ziel? So, schade. Noch 1 Kilometer. Auf so einer geilen Brücke hier. Jetzt finde ich die Brücke nicht mehr geil. Alter, wann ist denn hier mal Ende? Ich will nicht mehr. Da ist das Ende.
Ja. Zeitfahren Gold. Scheiße, zwei Cops direkt. Nicht gut. Aua, Wichser, Wichser. Scheiße, Mann! Etwas blöd gelaufen. Ziemlich blöd sogar. Einen anderen Wagen seitlich zu touchieren, nennt man also Touch Take Down. Das ist natürlich cool. Ja, dann wieder starten und... ja, was müssen wir jetzt machen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich gucken. In der nächsten Folge zumindest. Obwohl, auch ne, ein bisschen was machen wir noch in dieser Folge. Oder? Nein.